Wie viel Musik passt in Niedersachsens Wohnzimmer? Die Antwort gebt ihr. Am 22. November, dem Tag der Hausmusik. Wir sind unterwegs, um euch Appetit zu machen. Auf Wohnzimmerkonzerte, auf selbstgemachte Hausmusik, auf Musik ganz privat und ganz nachbarschaftlich. Von der Garage bis zum Dach, von Bach bis Boogie Woogie, von Norden bis Seesen. Know you like my face, cause I'm young, but my skin looks so grown. I tell you there's much more right here that you haven't seen. Like all the places where I have been. After all, I'm still here, baby, let's bring it on. And if you wanna rock like a rolling stone, you can lay your head, but you're never at home. If you need a drink, bei der ganzen Tour mit dieser Wohnzimmerbühne durch ganz Niedersachsen ist es so, dass wir immer, wenn wir in der Stadt sind, auf der einen Seite sagen, wir haben unser Wohnzimmer mitgebracht und zeigen, wie könnte es sein, Hausmusik zu machen bei sich zu Hause. Wir verlosen eben jedes Mal, wenn wir in einer Stadt sind, auch tatsächlich ein Wohnzimmerkonzert, um das einmal auszuprobieren. Und in Oldenburg ist es eben Emily Fröhling. Einfach eine ganz wunderbare private Atmosphäre und unheimlich bereichernd. Ganz toll. Schön, dass wir dabei sein durften. Unbedingt. Zieht euer eigenes Glück. Tanja Jester. Wie geil, danke. And this is for everyone who can fight a way out. And this is for everyone who can fight away. Give me just a little sign. I've got enough of the dark times. No more walking through the rain. I'm searching for a little sign that may brighten up your day. Als uns das Musikland Niedersachsen gefragt hat, ob wir mitmachen wollen bei der Wohnzimmertour, habe ich sofort ja gesagt, weil ich die Atmosphäre sehr, sehr interessant fand. Wir haben es zwar noch nie gemacht in der Form, aber wir lieben sowieso diese kleinen, schnuckeligen Locations, wo am besten nur 20 Leute direkt vor unserer Nase sitzen, weil man ja dann so eine intime Atmosphäre hat. Und ja, das ist eigentlich viel schöner und persönlicher als vor 10.000 Leuten zu spielen. Und wir mögen das ganz, ganz gerne.